Guten Tag und schön, dass ihr nochmal da seid. Wir sind zurück hier bei Crusader Kings 2 mit König Karl von Saarbrücken. In der letzten Folge haben wir einen Aufstand niedergeschlagen. Wir konnten einige Widersacher festnehmen, insgesamt 6 Stück, darunter sogar 2 Herzöge und 4 Grafen, beziehungsweise also 3 Grafen und eine Gräfin. Wir wollten uns überlegen, was wir mit ihnen anstellen werden. Wir sind ja ein gerechter Charakter, deswegen werden wir sie auf jeden Fall nicht hinrichten, wobei das natürlich trotzdem ja schon eigentlich Hochverrat war, aber ich denke, das werden wir erstmal nicht machen. Jetzt sofort freilassen oder freikaufen lassen werden wir auch nicht tun. Ich denke, wir werden sie mal so 5 Jahre im Gefängnis lassen und dann werden wir uns mal das genauer anschauen, was wir mit ihnen machen. Ich denke, das ist in Ordnung. Oh, er hier ist schon ein bisschen länger da. Ja gut, er darf dann auch nochmal 5 Jahre da bleiben. Genau. Das heißt also, 1260 werden wir uns die Leute nochmal anschauen und dann werden wir einzeln gucken, was wir da machen, ob wir vielleicht Titel entziehen oder freilassen, freikaufen, je nachdem. Aber erstmal die gerechte Strafe im Gefängnis bekommen. 5 Jahre im Gefängnis wegen Aufstand. Wir werden unsere Truppen erstmal, können wir sie hier unten auf? Alle Gefolgetruppen werden aufgelöst. Nö. Ja, schicken wir erstmal nach Hause, dann ist das erstmal in Ordnung. Okay, wir lassen weiterlaufen. Ansonsten hatte ich nochmal geschaut, wir haben Charaktere, die einen gefallen haben. Wir könnten noch einen Bildungsschwerpunkt hier einstellen. Unser Neffe Tort. Ja, keine Ahnung, wir werden einfach mal hier Bildung, diplomatische Ausbildung auswählen. Wirklich viel befassen wollen wir uns ja eigentlich ja nicht. Wir wollen ja nur mit den wenigsten Personen wirklich Kontakt aufnehmen und uns da intensive Beziehungen aufbauen. Aber unsere unsere Frau ist schwanger. Sehr schön, wunderbar. Ausgezeichnet. Ich wollte auch schauen, ich hatte ja die Überlegung angestellt, dass man eventuell unseren Sohn mit unserer Halbschwester verheiraten könnten. Was ja natürlich eine sehr, sehr enge Verwandtschaft wäre. Allerdings ja in der damaligen Zeit gang und gäbe, sogar in der heutigen Zeit unter den adligen Häusern, wenn man sich das mal anschaut, die Stammbäume, die sind relativ nah miteinander verwandt, aber das ist ja auch kein Geheimnis. Und würde eigentlich auch ganz gut passen, da wir sowohl schüchtern, paranoid, zynisch, wir sind ja sehr auf unsere eigene Familie fokussiert. Würde vielleicht ganz gut passen, wenn man sagt, ja, bei denen ist das dann irgendwie in Ordnung oder so. Also ich denke, ihr könnt mir schon folgen. Aber das geht nicht, weil er hat ja diese Grafschaft. Er hat diese Grafschaft von seinem also von unserem Großvater bekommen. Und das heißt, wir können da jetzt nichts mehr bestimmen, was die Verlobung angeht. Ist ein bisschen schade, aber okay. Herzog Fukasin, der Thronräuber, beschwert sich aus dem Kerker über seine dunkle Zelle und bittet um eine angemessenere Unterkunft. Ja, er ist derjenige, der diese Revolte angezettelt hat. Ja, wir werden ihn hier unter Hausarrest stellen. Ich denke, das ist angemessen, aber wie gesagt, wirklich um Freilassung oder was da passieren wird, werden wir uns erst später kümmern. Also wirklich, wir lassen uns da Zeit. Das soll eine gerechte Strafe sein. Und von daher ist das erstmal so in Ordnung. Unsere Tochter ist noch im Versteck. Wir werden sie mal wieder rauslassen. Ich hoffe, sie ist außer Gefahr. Wir könnten auch hier einen Fokus auswählen. Das werden wir auch. Wir nehmen mal, was nehmen wir? Demut. Genau. Okay. Genau. Das ist dann erstmal soweit in Ordnung. Ansonsten können wir hier die... Nee, das ist ja schon unser Gefolge. Das brauchen wir natürlich nicht aufzulösen. Die anderen Truppen hatten wir ja schon aufgelöst. Okay, hier ist immer noch der Krieg hier wegen Byzanz. Was war es hier? Es ging um diese eine Provinz. Für den
für denjenigen, den wir ja in unserem Kerker haben, der hat sich ja auch an dieser Verschwörung beteiligt. Aber wie gesagt, solange sie im Gefängnis sind, können sie sich, glaube ich, keiner Fraktion anschließen. Wäre etwas merkwürdig. Was gibt's denn hier? Ja, keine interessante Fraktion, wo man sich beteiligen könnte, was auch wieder für uns schwierig ist. Immerhin sind wir der Marschall. Und eigentlich sind wir ganz gut auf den Kaiser zu sprechen. Und wir versuchen ja, dass unser Cousin auf den Thron kommt. Wir haben eine Tochter bekommen. Wir können sie nicht benennen. Das hat unsere Ehefrau übernommen. Logischerweise, sie ist ja selbst Königin. Haben wir überhaupt kein Problem mit, wenn unsere Ehefrau das übernimmt. Wir geben ihr aber auch erstmal einen Fokus. Ihr geben wir dann Etikette statt Demut. Die Welt ist gefährlich und überall lauern Schurken. Es kommt euch zu Ohren, dass man Amalie ermorden will. Das ist beunruhigend, ja. Können wir sie ins Versteck? Nee, natürlich nicht. Das wird sie dann selbst tun, wenn sie das denn möchte. Okay. Genau, ich war ja gerade dabei. Wir wollen ja gerne schauen, dass wir unseren Cousin auf den Thron bringen. Hier, Herzog Siegbert von Rhein, der sich als sehr fähiger Kämpfer und sehr fähiger Herzog herausgestellt hat, hier mit 24. Und auch ansonsten sehr hohe persönliche Kampffertigkeit. Was haben wir hier? Wir können Sibylle ins Versteck wieder schicken. Ja, dann machen wir das wieder. Da haben wir auf jeden Fall Angst um unsere Tochter. Wir sind paranoid. Von daher passt das schon. Wir können ja mal die Intrigen durchschauen. Gunhilde möchte das. Eine entfernte Verwandte. Wir könnten ihr Geld senden, damit sie die Verschwörung beendet. Das werden wir mal machen. Sind da relativ pragmatisch, was das angeht. Ja. Dann dürfte sie auch wieder in Sicherheit sein. Genau. Meinhard braucht einen Fokus. Unser Neffe, ja, werden wir auch mal schnell. Wir werden ihn mal zu Sparsamkeit erziehen. Das machen wir jetzt so relativ ohne Ziel, ohne wirkliche klare Definition, warum wir das machen. Unser Charakter beschäftigt sich jetzt auch nicht mit den Kindern so einzeln. Das sind irgendwelche Neffen, irgendwelche nahen Verwandten. Er sagt dann, okay, mach das und dies und jenes. So viel Kontakt will er jetzt ja auch nicht mit denen da aufbauen. So, und wir wollten schauen, wo wir Ansprüche durchsetzen könnten. Aber wir müssen erstmal das hier machen. Die Handelsroute von Saarbrücken benötigt dringend ein neues Schiff und neue Ausrüstung, damit der Warenstrom in unser Reich nicht abreißt. Ja. Ja, muss weiter im Betrieb bleiben. Kostet zwar Geld, aber wir machen das. Das unterstützen wir. Ich sehe da jetzt keine Gefahr, warum wir das nicht tun sollten. Okay. Hier ist das ja mit diesen Herzogtümern. Beziehungsweise da. Und er ist der Ehemann unserer Schwester. Könnte ich. Ja, doch, das wäre rein theoretisch möglich. Es geht um dieses Herzogtum. Die wären dann auch Teil unseres Reiches dann. Wir pausieren mal kurz. Ferdinand braucht noch einen Fokus. Was ist denn sein Vater? Ist er irgendwo gut? Er ist ein guter Verwalter, das heißt, er kriegt da Pflicht. Gehen wir einfach mal so nach dem Vater oder nach der Mutter, je nachdem. Hier in dem Sinne nach dem Vater. Okay, das war nochmal Herzogtum Temesch. Dänemark war ja auch ein Thema. Genau, müssten wir gegen ihn. Der hat aber 11.000 Truppen. Wir haben 7.000. Hier geht es um eine Grafschaft. Wer ist das? Keine Ahnung, warum er überhaupt an unserem Hof ist. Vielleicht ein Kandidat, den wir wieder wegschicken könnten. Ja, Dänemark könnte man beanspruchen. Björn von Dänemark. Der Ehemann unserer Tante, die wir gut leiden können. Oh, schaut mal. Das ist der Vater von
Siegbert. Oh ja, damit könnte Siegbert eventuell hier Anspruch auf den dänischen Thron bekommen. Ja, ich glaube, das könnten wir machen. Hier Krieg gegen Dänemark. Wir hätten Thüringen auf unserer Seite. Die dürften keine Bündnispartner haben. Genau, die haben hier nur Nicht-Angriffspakte. Ja, ich würde sagen, das könnten wir direkt jetzt hier in Angriff nehmen. Dann beanspruchen wir das für den Ehemann unserer Tante. Also auch ein, sagen wir mal, näher Verwandter. Beziehungsweise angeheiratete Person, aber für unseren Cousin vielleicht ganz interessant. Auch wenn das bedeuten könnte, dass natürlich unser Cousin Siegbert dann aus dem Reich verschwindet. Was natürlich wieder schade ist, wiederum wegen dem Herzogtum Rhein. Aber dann hätten wir einen weiteren König auf unserer Seite. Dann kann aber auch nicht mehr Kaiser werden. Oder werden die dann Teil des Kaiserreichs? Müsste. Er ist momentan Teil des Kaiserreichs. Und wenn er das erbt, dann wird er ja nicht raus, oder? Boah, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Der Punkt ist halt eben, was bringt uns das sonst? Wir sind ein ehrgeiziger Charakter. Das heißt, wir wollen gerne Titel haben. Wir wollen auch da Krieg führen. Wir würden damit ja ein Herzogtum verlieren. Was natürlich ein bisschen schwierig ist. Wir würden das hier verlieren. Und damit auch einen starken Vasallen, auf den wir eigentlich zählen können. Aber wir sind nicht so eigentlich. Also ich würde es trotzdem machen. Also ich würde sagen, wir werden hier Dänemark den Krieg erklären. Unser Rat ist dafür, dann tun wir das auch. Wir werden unsere Bündnispartner reinrufen, in diesem Falle Thüringen. Okay, und ansonsten unsere Truppen natürlich ausheben. Wir treffen uns dann hier in Würzburg. Okay. Das Ziel ist es also, jetzt hier Dänemark zu übernehmen. Okay, sie nimmt natürlich dran teil und der Kaiser möchte jetzt gerne unseren Neffen unterrichten lassen. Höchstpersönlich, ja klar, akzeptieren wir natürlich. Wir wollen uns eh nicht selbst um ihn kümmern. Ich glaube, unsere Tante hat sich um ihn gekümmert und von daher ist das eigentlich jetzt kein Problem. Er möchte ihm gerne einen Glaubenfokus geben. Wir sind zwar zynisch, aber uns ist das eigentlich egal. Wir wollen ihm da auch nicht widersprechen. Wie gesagt, wir sind da schüchtern. Ja, ja, klar, warum nicht? Soll er ruhig. Meine Gattin Amelie ist schwanger, aber da stimmt doch etwas nicht, oder? Oh oh. Zweifel nagen an mir. Ah, wir sind ja auch schon ein paranoider Charakter. Der Punkt ist, wir sind paranoid, aber gleichzeitig auch schüchtern und zynisch. Deswegen glaube ich, ist das ihm egal. Wenn ich darüber nachdenke, kann ich unmöglich der Vater des Kindes meiner Gattin Amelie sein. Der Gedanke an dieses Kind, das in ihrem Bauch heranwächst, raubt mir den Schlaf. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Wir werden niemanden anheuern. Vertrauen, sagen wir mal in Anführungszeichen. Wie gesagt, paranoid. Ja, wir haben also die Zweifel, dass wir vielleicht nicht der Vater sind. Wir sind schüchtern, das heißt, wir werden sie nicht drauf ansprechen. Das könnte man auch noch sagen, okay, dann werden wir Nachforschungen anstellen. Aber wir sind auch zynisch, das heißt, es ist uns egal. Solange es auf dem Papier so sozusagen unser Sohn ist oder unsere Tochter, je nachdem, ist es uns egal. Nein, ich vertraue ihr. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, wir kriegen einen Nachfahren. Ich denke, so in etwa können wir das begründen. Erzbischof Baldarich von Mainz hat mir bizarre und abstoßende Beweise vorgelegt in Bezug auf die sexuellen Vorlieben von Prinz Bartholomäus von Saarbrücken. Was soll ich mit diesen pikanten Informationen anfangen? Ja, wir werden die Information für uns behalten. Auch da wieder schüchtern,
paranoid. Warum jetzt da einen Konflikt aufbauen? Okay, der eine Krieg ist vorbei. Das heißt, er hat jetzt hier einen Titel übernommen. In 4 Jahren werden wir dann mit ihm drüber sprechen. Und Sibylle ist wieder in Gefahr. Ja, dann schicken wir sie dir sofort wieder ins Versteck. Die Grafschaft Travunien konvertiert zum katholischen Glauben. Okay. Ja, ist für uns jetzt persönlich jetzt nicht so wichtig. Und sobald wir die ganzen Truppen haben, werden wir hier mal eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, die da kämpft. Wir müssen da aber ein bisschen warten. Problem wird vielleicht noch darüber zu kommen. Wobei, Thüringen landet da schon. Wie viele Schiffe haben wir denn eigentlich? Immerhin 60 Stück. Das heißt, wie viele Leute können wir da transportieren? Ich glaube, 100 kann ein Schiff. Wenn ich mich nicht täusche. 1000 waren es nicht. Also die ganze Truppe könnten wir nicht rüberbringen. Auf einmal. Aber das spielt keine Rolle. Wir müssen da hin. Das heißt, wir gehen hier dran vorbei. Die lassen wir da. Karl Siegbert, genau. Er... Gradlidinger Anführer, genau. Wir pausieren mal ganz kurz, um das richtig einzustellen. Wir haben keine besondere Fähigkeit. Haben wir hier vielleicht noch jemand Besseres? Ja, Viktor. Wir könnten auch Udalrich mitnehmen. Wir haben jetzt schon ein paar gute Kämpfer. Wir könnten natürlich auch Kedus mitnehmen, unseren Bruder. Ich denke, wir nehmen ihn mit. Aus einem ganz einfachen Grund, weil er unser Bruder ist. Wir haben keine gute Meinung von ihm. Ja, weil er ehrgeizig ist und so, aber er ist trotzdem unser Bruder. Das heißt hier, die Familie kämpft hier gemeinsam um den Titel. Damit müsste Siegbert dann auch zum Prinzen von Dänemark werden. Hängt natürlich auch von den Erbfolgegesetzen ab. Kann natürlich sein, dass da irgendwie trotzdem das irgendwie verhindert wird. Aber ich mache mir da jetzt erstmal wenig Gedanken. Das Schöne ist, wir haben noch einen Gefallen offen hier bei Prinz Björn. Das heißt, wenn er dann mal König von Dänemark ist, können wir das natürlich einfordern. Der kann uns sicherlich helfen, das ein oder andere Besitztum zu bekommen. Wir haben einen Sohn bekommen und unsere Ehefrau nennt ihn Engelbert. Okay. Wir werden ihm sofort etwas geben. Wir geben mal Stolz. Okay, jemand versucht jemanden umzubringen. Und der Kaiser beteiligt sich da irgendwo. Sind das Dänische? Das G-Land. Wir belagern erstmal das hier und dann können wir hier angreifen. Die haben da auch momentan einiges an Problemen. Das Schöne ist aber, wenn wir das hier hinbekommen haben, dann haben wir auch einen Verbündeten mit Dänemark. Das ist die dänische Revolte. Ich hoffe mal, die kommen jetzt nicht auf uns zugestürmt. Aber es wird auch schwierig, hier dran vorbeizukommen. Und so, dann greifen wir mal da an. Wir führen die erste Schlacht gegen 900 Truppen. Das werden wir mit Sicherheit schaffen. Eines Tages werdet ihr euch spezialisieren müssen, höre ich die Stimme meines alten Quartiermeisters in meinem Kopf sagen. Als ich meinen Blick auf das Schlachtfeld und die Ebenen von Aleborg streifen lasse, erfüllt mich das Bild mit Entschlossenheit. Ich muss einen Fokus für die zukünftigen Schlachten finden. Aber was wird es sein? Wir haben 4 Möglichkeiten. Ein flaches Gelände, Kavallerie, leichte Infanterie und schwere Infanterie. Ja, ich würde das natürlich auswürfeln. Jetzt ist nur die Frage, sind 4. Ich würde einfach sagen, 1 ist das erste, 2 ist das zweite, 3 ist das dritte, 4 ist das vierte. Und wenn es 5 oder 6 ist, wird es einfach nochmal gewürfelt. Es ist die 3, Spezialisierung auf leichte Infanterie. Okay. Die Schlacht haben wir gewonnen, hat aber nichts beigetragen. Das heißt, es ist irgendwas anderes. Ja, wir befreien das hier jetzt auch gerade wieder. Machen wir das erstmal hier das. Genau, da können wir auch jemanden festnehmen lassen oder so.
Unsere Tochter ist natürlich jetzt noch im Versteck, müssen wir auch uns nochmal drum kümmern. Eure Wachen informieren euch darüber, dass eine weitere Bauernfamilie ermordet aufgefunden wurde. Nicht weit von der Stelle, an der die erste grausige Mordtat stattfand. Dieses Mal wurde der Mörder auf frischer Tat ertappt und von Fallen durchbohrt, als er versuchte, vor euren Wachen zu fliehen. Es scheint, als sei der Bauer, den ihr habt einsperren lassen, doch unschuldig. Oh, ja, woher hätte ich das wissen sollen? Gut, wir sind zwar ein gerechter Charakter, aber wir sind auch zynisch, ja. Wo hätten wir das wirklich wissen sollen? Udalrich Fukilo wollte pfeifen lernen. Nach einigen erfolglosen Versuchen fragte er mich, wie kommt's, dass ihr das könnt? Ja, wir werden ihm mal helfen. Also ich sehe jetzt da keinen bösen Charakter, auch jetzt keinen super guten Charakter, aber es ist ganz einfach. Du schaffst das. Udalrich Fukilo scheint frustriert aufgrund der vielen Fehlversuche. Er zeigt keine sonderlich gute Reaktion auf meine aufmunternden Worte. Das Kind scheint mit so einigen seiner Probleme zu haben. Scheint mit so einigem seine Probleme zu haben. Okay. Eine Frau, die in Metz der Hexerei angeklagt ist, wird euch an eurem Hof vorgeführt. Mehrere Zeugen haben gesehen, wie sie obskure Rituale in ihrem abgeschiedenen Häuschen durchgeführt hat. Ein Zusammenhang mit den jüngsten Missernten ist nicht ausgeschlossen. Sie beteuert ihre Unschuld und es liegt an euch, über ihr Schicksal zu bestimmen. Okay, sie. Gerhild. Ja, wir haben drei Möglichkeiten. Sie muss auf den Scheiterhaufen verbrannt werden. Werft die Furie in den Kerker oder was ist das für ein Unsinn? Lasst die arme Frau sofort frei. Wir sind zynisch. Wir haben nichts mit der Kirche zu tun. Und das sind ja die Hauptgründe, warum da mit der Hexerei und sonst was. Deswegen, was ist das für ein Unsinn? Gut, wir sind aber auch nicht gebildet. Und paranoid. Aber wir sind gerecht zynisch. Was ist das für ein Unsinn? Lasst die arme Frau sofort frei. Könnt den Lehnsherrn wieder um Titel bitten, aber das tun wir jetzt erstmal nicht. So, man könnte hier stürmen, wir werden es mal machen. Ich bin mir da nie so sicher. Bei so unwichtigen Provinzen ist es wahrscheinlich eher gar nicht so gut. Okay, wir haben Leute festgenommen. Bei denen werden wir uns früher drum kümmern. Das heißt also, nach dem Krieg schauen wir, ob wir die freilassen können oder nicht. Oder freikaufen und so. Weil die haben ja jetzt keine Straftat begangen oder sowas. Ich denke, dass wir mit den nötigen Druckmitteln einen eurer Vasallen oder von der Teilnahme an Verschwörung abhalten können. Nee, wir möchten momentan nichts unternehmen. Moment ist alles gut. Thüringen ist da schön am Belagern. Euer Neffe Ferdinand erfuhr unter Anleitung von Kaiser Adolf von den Grundsätzen des katholischen Glaubens. Interessant. Er ist katholisch. War nicht schon vorher katholisch? Naja. Für uns ist das alles dasselbe, selbst wenn er nicht katholisch war. Irgendwas mit christlicher Religion und sonst was, das interessiert uns jetzt nicht wirklich. Wir haben ja einen Bonus bei leichter Infanterie. Das heißt, es wäre am besten, wenn wir eigentlich diese Truppen hier anführen würden. Können wir das gerade tauschen? Ja, tatsächlich. Dann machen wir das. Und hier kommt dann wieder Kedus hin. Weil hier sind mehr leichte Infanterietruppen. Das heißt, es macht durchaus Sinn, dass wir das übernehmen. Wir werden das hier jetzt mal belagern. Beziehungsweise, ja, der hat hier das hier wieder befreit. Kommen wir da hin? Ja, dann greifen wir die hier nochmal an. Ich denke, wir besetzen erstmal hier die Halbinsel. Wow, es sind nur 23 Leute. Okay, das können wir auf jeden Fall stürmen. Okay, jetzt sind da 2000. Da würde ich jetzt eher weniger stürmen.
Gut, was haben wir hier? Eure Schwester Andrijana hat euch darum gebeten, für die Position des Marschalls im Rat berücksichtigt zu werden. Auch wenn ihr wisst, dass sie sich sehr gut eignen würde, habt ihr Bedenken, denn diese Wahl wäre etwas extravagant, wenn nicht gar skandalös. Eure Vasallen wären sicherlich alles andere als glücklich. Unsere Schwester. Okay. Ja, sie wäre relativ gut, aber wir haben da unseren Cousin, der ist da eigentlich besser aufgehoben. Ja, wir gehen aber auch nicht gerne in Konfrontation, aber das müssen wir leider ablehnen. Sonst sind wir auch zu sehr im Fokus, weil wir dann eine Frau als Marschall hätten. Das wäre ein bisschen zu viel, denke ich. Deswegen werden wir es erstmal ablehnen, auch deswegen, weil wir ja da unseren Cousin haben, der das auch ganz gut... Vielleicht später, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt kommt, dann könnten wir das vielleicht machen. Dann würde ich das noch akzeptieren, weil sie ja eine nahe Verwandte ist. Und damit hätten wir dann eine vertrauenswürdige Person auf unserer Seite, direkt im Rat. Ja, wie könnt ihr es wagen, mir etwas derart Unpassendes vorzuschlagen? Ja, schade. Zu einem späteren Zeitpunkt wäre es vielleicht besser. Mein Höfling Berengar will sich den Rittern des heiligen Jakob in ihrem Kampf gegen die Ungläubigen anschließen, obwohl ihn dies auf ewig von der Erbfolge ausschließt. Berengar, okay, das ist die eine Person. Ah, okay. Irgendwie doch mit uns da entfernt verwandt, weil seine Mutter ist die Mutter unserer Cousine. Also ist er irgendwie auch unser Cousin. So, über 20 Ecken, so gefühlt. Ja, er kann ruhig gehen. Wir haben damit kein Problem. So ist uns egal. So geh hin mit meinem Segen. Ja. Okay. Bevor wir weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das war's von eurem Krumpass Bambuso.